Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu was ganz Besonderem, denn es geht heute um Pokémon Smaragd und ich werde zu jedem Bossgegner, den ich besiege. Und was ich damit meine, das werde ich jetzt ausführlich erklären. Es ist nämlich dieses Mal ein bisschen komplexer und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das gesamte Intro mit anzuschauen, damit ihr versteht, um was es heute geht. Stellt euch vor, jedes Mal, wenn ich einen Boss besiege, klaue ich komplett sein Team. Das heißt, seine exakten Pokémon, seine exakten Level auf seinen Pokémon, seine Movesets, seine getragenen Items, etc. Die Items, die er theoretisch im Kampf nutzen kann, wie beispielsweise Tränke oder so, die fallen weg, weil als Spieler sind Items in Kämpfen einfach viel zu broken, deswegen streiche ich das, aber alles andere werde ich 1:1 so kopieren. Und dann muss ich mit diesem neuen Bossgegner-Team, was ich übernommen habe, weiterspielen bis zum nächsten Boss. Und ich darf zwischen den Bossen mein Team nicht modifizieren. Das bedeutet, ich darf keinen neuen Pokémon dazu nehmen, ich darf meine vorhandenen Pokémon nicht irgendwie leveln oder denen neue Moves beibringen, die entwickeln. Das ist alles vollkommen verboten. Auch andere getragene Items sind nicht erlaubt. Das bedeutet, wenn ich zwischen den Bossgegnern beispielsweise gegen random Pokémon in der Wildnis antrete, muss ich nach den Kämpfen immer die gewonnenen XP löschen, um mich unten zu halten. Es wird also ziemlich krass. Das Problem ist, es wird natürlich Situationen geben, wo es nicht weitergeht, wo ein Kampf einfach komplett unmöglich ist. Und diese Situationen werden wir zählen durch einen Counter und ich versuche natürlich, dass das so selten wie möglich passiert. Und wenn es wirklich mal nicht weitergehen sollte, wie beispielsweise auch zu Beginn des Spiels direkt, naja, dann darf ich leveln, aber auch nur so sehr, wie es unbedingt notwendig ist. Ja, und da muss ich versuchen, mich irgendwie weiter durchzukämpfen. Was aber durch dieses Ruleset entsteht, ist ein erstaunlich cooler Challenge Run. Denn die Frage ist halt manchmal, in welcher Reihenfolge möchte man die Bosse besiegen und welcher Boss hat gegen welchen anderen überhaupt eine Chance, zumal die Levelkurve halt auch immer ein Thema ist. Von Boss zu Boss steigt die Levelkurve und das ist dann mein Problem, wenn ich stellenweise einfach unterlevelt antreten muss. Ich finde die Challenge-Run-Kategorie ziemlich cool. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run und ihr könnt ja schon mal in den Kommentaren raten, wie oft es notwendig ist, separat zu leveln, also wie oft es wirklich gar nicht weitergeht. Ich mache das wirklich nur, wenn es unbedingt notwendig ist, im äußersten Notfall. Ja, und ich bin gespannt, was ihr so glaubt, was da am Ende bei rauskommt. Und wir können sowas auch gerne mal machen in anderen Generationen. Ich denke, das bietet sich auf jeden Fall an. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal für Flamly entschieden, damit Maike Hydropi bekommt, beziehungsweise später ein Morabel. Denn ich wollte Maike hier so stark haben, wie es irgendwie geht, weil ich ja später im Run immer wieder ihr Team übernehmen muss. Und Maike ist halt generell extrem schwach. Wenn ich also mit ihrem Team eine Chance haben möchte gegen starke Bossgegner, muss ich sie so gut wie möglich pushen. Und ich denke, dass deswegen diese Wahl hier eine sehr clevere war. Und ich musste dann antreten gegen ein Zickzacks auf Level 2, was natürlich gar nichts gegen mich tun konnte. Das ist aber einer der wenigen Fights, die ich führen darf mit meinem eigenen Pokémon, beziehungsweise ist es sogar bereits der vorletzte. Denn ich werde gleich das Hydropi von Maike übernehmen und dann ist Flamly für immer verloren. Und ich habe mein Flamly dieses Mal Peppy genannt nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Ja, und dann kam auch schon Maike auf Level 5 und die Frage ist halt jetzt, was will ich mit ihrem Hydropi überhaupt anfangen? Das kann ja praktisch gar nichts. Und das ist jetzt auch leider ein großes Problem bei diesem Run hier, das man nicht lösen kann. Ich kann natürlich mit dem Hydropi nichts anfangen, das kann Tackle und Heuler und der nächste Bossgegner ist Felicia in der ersten Arena und die geht bis hoch auf Level 15. Da werde ich absolut gar keine Chance haben. Das ist dieser eine Lose, den ich einfach schlucken muss, um den Run hier testen zu können und dementsprechend muss ich da jetzt leider einfach durch und ich muss gleich mit Hydropi mich irgendwie durch Felicia durchkloppen, indem ich Level hochgehe, anders wird es nicht möglich sein. Der Kampf mit Flamly gegen Hydropi war allerdings nicht so schwierig, weil natürlich soll man den gewinnen können. Es ist aber dennoch möglich, hier stellenweise zu verlieren, auch wenn Hydropi noch keine Aquaknarre hat, wenn man beispielsweise mal gecrittet wird oder so. Das kann durchaus ab und zu mal vorkommen. Und dann habe ich weitergespielt mit Maikes Hydropi und wo hatte ich jetzt zum ersten Mal Schwierigkeiten? Tatsächlich bereits im Blütenburgwald gegen den Aquarüpel mit seinem Pfiffchen auf Level 9 und Sandwirbel und Jauler. Das Pokémon war eine ziemliche Wand für mich. Ich habe natürlich den Rüpel hier nach einigen Versuchen besiegen können, das ist schon möglich, aber es ist unkonstant. Und an dem Punkt war auch bereits klar, dass ich gegen Felicia nicht ansatzweise gewinnen kann, aber ich denke, das ist sowieso für keine Überraschung gewesen. Und dadurch, dass der Rüpel hier auch kein richtiger Bossgegner ist, darf ich sein Team nicht übernehmen.
Es würde aber auch nichts bringen. Ich bin dann direkt zu Felicia gegangen und da hätte ich auch mit Yawla keine Chance mit einem Pfiffieren. Ich meine, das Ding könnte nur Tackle, ebenfalls genauso wie Hydropi, und auch das würden die Gesteins-Pokémon von Felicia einfach so wegresistieren. Ich bin also mit Hydropi hier angekommen, wurde sofort gewonshottet und wusste, ich werde zum ersten Mal leveln müssen und leider kann man dagegen absolut nichts tun. Und ich musste dann insgesamt 20 Level hochgehen, um hier eine Chance zu haben. Wie gesagt, Leute, ich darf weder mein Moveset modifizieren, noch darf ich mich entwickeln oder so, oder Items tragen. Ich darf am eigentlichen Team von Maiken nichts verändern, ich darf nur leveln als absolut letzte Möglichkeit. Und das war hier ziemlich frustrierend, aber hey, auf Level 25 konnte ich dann zumindest knapp gewinnen nach einigen Versuchen, weil ich war eigentlich nach wie vor zu schwach dafür. Ich musste natürlich antreten, auch auf Level 25 noch, mit Verzweifler, um zumindest neutral attackieren zu dürfen. Dadurch bekomme ich aber jede Runde Rückstoßschaden, der sich extrem summiert, und wenn die Gesteinsattacken von den Kleinsteins beispielsweise treffen, tut es immer noch ziemlich weh. Und Felicia hat natürlich noch mehrere Tränke, ja, und die Nasknet, was auch noch ziemlich bulky ist, trägt noch eine Beere. Das Ganze kann sich eine ganze Weile hinziehen und auch der siegreiche Versuch auf Level 25 hat eine Weile gedauert, ich habe aber dann irgendwann gewinnen können, im tiefen roten Bereich, nach zahlreichen Versuchen und konnte den Run hier richtig angehen. Und damit hatte ich jetzt die Qual der Wahl, was ich machen möchte nach Felicia, weil es gibt jetzt nach diesem Bossfight hier zum ersten Mal die Möglichkeit, sich den nächsten Bossgegner taktisch auszusuchen. Und da müssen wir uns jetzt gut überlegen, wie der Run hier weitergehen soll. Weil es gibt jetzt einige Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, auch wenn ich jetzt zum ersten Mal ein vernünftiges Team habe. Ich meine, ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Ich kann entweder gegen Maika antreten, in Metaross City, die ein furchtbares Team hat, also will ich das eigentlich nicht so wirklich, aber gut, die ist ja auch optional, ich könnte die skippen und einfach für den Run hier ignorieren. Und dementsprechend kann ich auch einfach so direkt zu Camillo laufen. Camillo allerdings ist ein Kampftrainer. Den werde ich mit meinen Gesteins-Pokémon nur sehr schwer besiegen können, und deswegen sieht das Team von Felicia gar nicht mal so gut gegen aus. Ich dachte mir also, gut, vielleicht sollte ich doch die dritte Option wählen. Das wäre aber dann nochmal Maike, und zwar die über Graviport City. Und die wird dann langsam dermaßen stark sein, vor allem auch mit ihrem Morabel, was sie mittlerweile haben wird, dass Felicia dort noch weniger Chancen hat als gegen Camillo. Ich hatte also nicht wirklich eine Wahl hier und musste Maike zunächst mal bekämpfen in Metaross. Das war meine einzige Option. Und ich bin dann zu Maike hingegangen und es mag jetzt erschreckend klingen, aber auch dieser leichte Kampf gegen Maike hier war mit dem Team von Felicia gar nicht mal so einfach, weil ich hier kein so ideales Matchup habe. Ich meine, ja, ihr Kurtel, das kann ich besiegen. Das Ding verrennt sich normalerweise komplett in Fluch und ich kann ihr gegen spammen mit sehr effektiven Gesteinsattacken. Die werden zwar immer weniger Schaden machen, aber was soll Kurtel offensiv gegen die kleinen Steins übernehmen, die ich hier einwechsel? Ich meine, es kann beispielsweise Glut einsetzen, wird aber generell nur selten überhaupt angreifen. Also der Kampf gegen Kurtel ist geschenkt. Felicia hat allerdings auch nach wie vor Hydropi und das hat jetzt endlich Aquaknarre, was meine Kleinsteins vierfach effektiv zerstört und ja, da habe ich gar keine Chance und selbst das Nasknet wird davon sehr effektiv angegriffen. Ich habe aber rausgefunden, wenn ich tatsächlich mal Hydropi erreichen sollte, kann das Nasknet hier Gott sei Dank gewinnen, sehr sehr knapp, weil es halt wirklich gute Verteidigungswerte hat und zumindest mit den Gesteinsattacken neutral angreift. Das Ganze war also gewinnbar, aber deutlich knapper, als ich es gerne hätte. Und ja, jetzt muss ich mit Kurtel und Hydropi im Gepäck gegen Camillo antreten oder gegen die stärkere Maike in Graviport. Zwar wirklich furchtbare Optionen, aber eine davon muss ich jetzt irgendwie klären, ansonsten werde ich wieder leveln müssen und der Counter wird noch weiter in die Höhe getrieben, was ich eigentlich mit aller Macht vermeiden wollte, aber wie das geklappt hat, werdet ihr jetzt sehen. Und dadurch, dass ich natürlich wusste, dass ich keine Chance habe mit Maikes Team gegen ihr besseres Team in Graviport, bin ich jetzt sofort zu Camillo gegangen in die Kampfarena, wo ich aber neutral angegriffen werde. Und natürlich ist auch Camillo besser gelevelt als Maikes Team, neben sein Ace-Pokémon Makuhita ist sogar auf Level 19. Das ist wirklich ziemlich stark. Ja, und ich habe hier einige Versuche reingesteckt, allein schon gegen seinen Macholo, und habe immer wieder gnadenlos verloren. Selbst Macholo aufzuhalten ist keine leichte Aufgabe. Das Ding kann ja Protzer spammen, um sie stärker zu machen, und es hat sogar Geowurf für Fixschaden, also kann ich es nicht mal cheesen über beispielsweise Fluchspammen von meinem Kurtel, also das wäre gar keine Option. Ich muss also versuchen hier, einfach neutral drauf zu gehen, das wird aber normalerweise nicht so ganz klappen. Ich hatte hier stellenweise viele Versuche, wo selbst Kurtel und Hydropi zusammen nicht mal Macholo klein gekriegt haben, und das ist schon ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für diesen Bossfight.
Es gibt aber eine Sache, die diesen Kampf hier erleichtert, und das ist die Burn-Chance von Kurtils Glut. Weil damit kann man stellenweise Mach-Holo verbrennen, und es ist dann möglich, Versuche zu bekommen, wo Kurtil alleine Mach-Holo bricht und sogar an der Heal-Range von den Supertränken von Camillo vorbei bewegt. Und das ist unglaublich wertvoll, weil dann steht man irgendwann vor Medity und wird auch das Pokémon ohne Probleme killen können. Und zwar in 100% der Fälle. Denn alles, was das Medity von Camillo tun kann, ist entweder Schilde aufzusetzen oder Power Punch zu spammen. Und das ist eine starke Kampfattacke mit 150er Basisstärke, die allerdings abbricht, wenn der Gegner halt eine Schadensattacke auswählt, was ich mit Kurtel jede Runde hier gemacht habe. Und damit war jetzt Medity nicht nur ein leichter Gegner für mich, nein, es kann auch dazu benutzt werden, alle Tränke von Camillo zu verbrauchen als kleinen Nebeneffekt, was Makuhita von Camillo, also sein Ace-Pokémon, noch ein bisschen abschwächt, und das ist eine gute Sache. Das war aber hier gar nicht unbedingt notwendig, weil ich hatte jetzt noch einen Trick parat. Ich wusste, ich werde mit dem stark angeknacksten Kurtel, was er nicht mal großartig setupen konnte, und dem kleinen Hydropi normalerweise niemals gegen Makuhita auf Level 19 eine Chance haben. Das macht einfach Überwurf und Co. und ich bin sofort besiegt. Allerdings hat die Hydropi auf Level 15, also das von Maike, bereits Geduld. Und damit ist es möglich, Makuhita tot zu kontern und mit einem starken Hit zu besiegen. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Das ist natürlich unglaublich unkonstant, denn der Fight hier war wirklich ekelhaft, aber ich konnte so zumindest Camillo vorziehen und jetzt mit seinem Team antreten gegen die stärkere Maike in Gravipot City. Und dass das geklappt hat, hat mich schon sehr doll gefreut, weil das hat gezeigt, dass meine Starterwahl hier sehr gut gewählt war. Nun ist aber die Frage, ob Camillo Maike überhaupt besiegen kann in Gravipot, weil die ist halt wie gesagt gar nicht mal so schwach. Die hat jetzt Morabel mit Lehmschuss und ja, ebenfalls mal wieder drei Pokémon. Felicia beispielsweise hätte sie ja niemals besiegen können. Schafft es denn Camillo? Naja, ich habe zunächst mal rausgefunden, dass es möglich ist, Maikes Nombrero zu besiegen, einfach so über Mach-Holo und Kampfattacken spammen. Ich werde Boost-Attacken wie Protzer nur benutzen, wenn es notwendig ist im Run, und verbotene Attacken wie Toxin zum Beispiel, die ich halt bei Challenge-Runs nie nutze, die werde ich komplett außen vor lassen, auch wenn Bossgegner solche Moves vielleicht stellenweise in ihren Movesets hätten. Ist ein bisschen langweilig, sowas zu nutzen, weil es stellenweise sehr broken sein kann. Ja, und ich konnte hier Nombrero sogar besiegen, ohne Boost-Moves, einfach nur, naja, über den physischen Angriff von Mach-Holo, der halt gar nicht mal so übel ist, für ein Basis-Pokémon. Ich wusste aber, durch den Sternschauer-Spam von Nombrero wird Mach-Holo jetzt bei dem Kampf hier nicht mehr so viel reißen und musste jetzt vor allem Morabel besiegen über Medity und Makuhita. Und ich habe gute Nachrichten. Denn Medity ist hier gar nicht mal so übel. Ich kann die Reflektor rauslegen, was natürlich Morabel extrem abschwächt in seinen physischen Attacken, und dann kann ich hier auf Power Punch gehen, wenn Morabel stellenweise Geduld einsetzt, so wie wir es eben selbst gemacht haben mit Hydropi. Und dann geht die starke Kampfattacke von Medity tatsächlich durch, was Makuhita am Ende des Kampfes extrem entlastet. Und das Schöne ist, Makuhita trägt noch eine Citrobeere, weil Camillo die auch gespielt hat, darf ich es ebenfalls tun, weil es gehört zu seiner Kampfstrategie bzw. zu seinem Teambuilding. Und das letzte Pokémon von Maike ist nun Schneckmark. Das schlechteste Feuer-Pokémon aller Zeiten vermutlich, ohne Init und ohne Basiswerte. Das Ding kann gar nichts gegen mich machen und ist einfach ein kompletter Loser. Ist zwar schade, weil es gleich selbst spielen muss, aber auf jeden Fall ist Maike über Gravipot ziemlich gut besiegbar mit Camillos Team. Es war zwar wirklich schwierig, diesen Punkt hier zu erreichen, ohne nochmal zu leveln, also überhaupt mit Camillo gegen Maike hier antreten zu dürfen, es hat aber funktioniert. Und damit stehen wir jetzt in Malvenfroh beim Kampf gegen Walter. Und natürlich könnte man jetzt theoretisch argumentieren, okay, vor Walters Arena steht Heiko und man muss gegen den kämpfen. Ich finde aber nicht, dass es ein Bossgegner ist und es sollte klar sein, dass wenn ich hier mit Heikos Trassler antrete, dass ich gegen Walter selbstverständlich nicht gewinnen kann. Mit Maikes Team allerdings gibt es da eine Chance und die geht komplett von Morabel aus. Denn was zur Hölle soll Walter denn eigentlich jetzt tun? Ich werde all seine Pokémon sehr effektiv angreifen mit Lehmschuss und ich fresse einfach keinen Damage. Und ich bin immun gegen sämtliche Elektroattacken. Voltoball beispielsweise könnte Walzer nutzen für 1 KP Schaden, wo der Finale, was es aber auf vollen KP, nie macht. Quick Attack von Fritzeblitz und Voltenso machen jetzt auch nicht so viel Damage, und das Schlimmste, was Magneton tun könnte, wäre Ultraschall für 20 Fixschaden. Da gibt's auch wesentlich Schlimmeres. Und das Ding hat sogar nochmal 4 Schwäche gegen Lebensschuss, also das ist doppelt und dreifach One-Shot. Das einzige Pokémon, was hier wirklich noch eine Bedrohung darstellt, ist halt Voltenso, weil es auf Level 24 ist, eine Beere trägt und auch noch Tränke konsumieren kann und es hat nur eine einfache Schwäche. Aber dass das im Alleingang das kaum vorgeschwächte Morabel noch besiegt, ist äußerst unwahrscheinlich
Und ich hätte ja theoretisch auch noch Lombrero und halt Schneckmark zur Verfügung, um mein Pokémon zu entlasten. Aber ja, wir können festhalten, es ist möglich mit Maike Walter ohne Schwierigkeiten zu besiegen, dank halt einfach Morabel. Hätte man aber einen anderen Starter gewählt, hätte man nicht den Hauch einer Chance gegen Walter. Man würde komplett zerstört werden, ohne irgendeine Chance, und deswegen war diese Starterwahl so dermaßen wichtig. Weil Reptile oder Jungblut hätten hier nicht ansatzweise Land gesehen. Walter ist einfach ein extrem starker dritter Arenaleiter, den ich hier nur besiegen konnte, weil ich ihn komplett gecheased habe. Und das heißt natürlich auch, dass wir jetzt selbst in den Genuss kommen werden, mit Walters Team weiterzuspielen. Und der nächste Bossgegner ist Mark von Team Magma auf dem Vulkan. Und der ist natürlich auch in gewisser Weise anfällig gegen ein dermaßen starkes Team. Man darf aber nicht so ganz vergessen, Mark hat auch ein Kamerupt und das Ding ist ein Boden-Pokémon mit Intensität. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht und ich muss dagegen irgendein Out finden. Der Anfang des Kampfes hier läuft aber noch ziemlich rund. Denn Mark beginnt hier mit einem Magnein mit Bedroher, was mir vollkommen egal ist, wenn ich beispielsweise mit dem speziellen Voltenso starte, was Schockwelle einsetzt, und selbst Sandwirbel ist mir egal, weil Schockwelle immer trifft und die Genauigkeit gar nicht checkt. Ich mache also hier extrem stabilen, sicheren Schaden, gegen den Mark praktisch gar nichts tun kann. Und ja, ich habe auch praktisch überhaupt nichts zu befürchten, denn Voltenso trägt sogar noch eine Beere, um sich gegenzuheilen, also eine Citrobeere habe ich ja auch mal wieder am Start. Und nachdem Magnein irgendwann besiegt ist, kommt noch Zubat rein, was eine Elektroschwäche hat, outspeedet wird und definitiv One-Shot ist. Irgendwann kommt dann aber halt das Kamerupt rein und gegen das kann man relativ wenig tun. Man kann ja noch Quick Attack einsetzen mit Voltenso, was man theoretisch auch pushen könnte über Jauler bei Zubat oder so, habe ich hier aber nicht gemacht, wie gesagt, ich benutze Boost-Attacken nur, wenn es notwendig ist. Ich habe aber dann Magneton eingewechselt für Ultraschall, um Kamerupt ein bisschen vorzubelasten. Und mein Plan war dann, Kamerupt zu sprengen über Finale von Voltoball. Und das hat sogar geklappt. Ich fand es mega witzig, dass ich Finale von Voltoball wirklich aktiv benutzt habe bei dem Bossfight. Ich dachte, das wäre relativ nutzlos für mich, aber nein, bei weitem nicht. Weil ich hätte Kamerupt ansonsten nur extrem schwierig bezwingen können. So ein Boden-Pokémon kann Walter schon wirklich kalt erwischen. Wir haben es ja eben bei Morabel selbst erlebt. Der kann wirklich sehr wenig gegen solche Outs machen. Und es ist auch ziemlich praktisch, dass ich jetzt Marks Team übernehmen kann, weil es geht als nächstes weiter mit Flavia in Bad Lavastadt. Und das ist eine Feuertrainerin, die auf jedem Pokémon Hitzekoller spielt. Wenn ich hier noch Walters Team hätte, könnte Magneton praktisch gar nichts tun bei dem Fight und Fritzeblitz und Voltoball würden auch nicht so viel zu dem Kampf beitragen. Ich müsste also das meiste mit Voltenso machen und es wäre sehr, sehr fragwürdig, ob das klappen würde, zumal Flavia halt auch ein Kamerupt spielt. In dem Fall allerdings habe ich jetzt Marks Team und da ist Kamerupt äußerst praktisch, weil Intensität kann alle Pokémon von Flavia sehr effektiv treffen. Ihre ersten beiden Pokémon beispielsweise machen dagegen gar nichts. Selbst mit äußerst mittelmäßigen Rolls von Intensität, wie beispielsweise einer 7 oder so, schaffe ich hier die ersten Kills ohne Schwierigkeiten. Ich brauche da keine 10er Roll, die stärker ist als Erdbeben, das ist nicht mal notwendig. Und wenn dann Flavia ihr Kamerupt einwechselt, werden wir eine Sache feststellen: Das Ding spammt nur Tackle, denn aus irgendeinem Grund möchte Flavia auf gar keinen Fall Hitzekoller einsetzen gegen Feuer-Pokémon, um ihre Stats nicht zu verlieren, auch wenn das deutlich bessere Play wäre, um mich maximal vorzubelasten, weil die Attacke würde natürlich Kamerupt, also meinem Kamerupt, durchaus Schaden machen. Sie macht es aber nicht und dann hat sie ganz schnell nur noch einen Kurtel, was auch nicht mehr so viel gegen mich tun kann. Das hat nämlich nur Body Slam abseits von Hitzekoller, was auch nicht so unfassbar gefährlich ist. Man kann sogar noch so weit gehen, hier Magnein einzustreuen, um so ein bisschen das Kurtel vorzubelasten, das wird aber relativ wenig bringen, weil das wird natürlich irgendwann die Hitzekolle abbekommen. Und ja, leider bringt auch Bedroher nichts wegen der Fähigkeit von Kurtel, die Stat-Senkungen verhindert. Man würde aber diesen Kampf hier dennoch verlieren, wenn man beispielsweise durch Body Slam paralysiert wird oder wenn sich Kurtel heilt, gegenheilt, weil es in der Heal-Range landet. Das muss man vermeiden, man kann aber relativ wenig dagegen tun, weil natürlich die Rolls von Intensität komplett random sind. Aber Flavia ist generell hier gar kein so schlimmer Boss gewesen. Ich würde generell sagen, dass dieses ganze Segment von Camillo bis hin zu Flavia wohl das leichteste Segment ist aus dem gesamten Run. Aber das ist jetzt leider vorbei. Denn als nächstes kommt jetzt Norman in der Normalarena und der ist einfach nur ein Monster. Wenn man sich das Team von Flavia nämlich mal eben ganz genau angeschaut hat, wird man feststellen, ja, sie hat 4 Pokémon mit Hitzekoller, aber 2 davon sind unfassbar schlecht, weil Kamaup und Schneckmark werden kaum helfen können, außer vielleicht Sonnentag einzusetzen.
und Kamerupt und Kurtel müssen praktisch alles alleine machen, die haben aber fast keine Init. Norman wird leider ein echtes Monster werden. Und ja, diese Befürchtung hat sich auch bewahrheitet. Es geht sofort los mit Pandir, was unfassbar nervig ist. Wenn ich hier mit Schneckmark beispielsweise irgendwas rausholen möchte, um auf Sonnentag zu gehen, ja, wird das Ding stellenweise Zugabe einsetzen und damit Schneckmark schon mal komplett zerstören. Und dann kann ich natürlich irgendwann Kurtel einwechseln und Pandir finishen, aber das ist halt erst der Anfang eines sehr, sehr langen Kampfes. Und natürlich kann Pandir auch meine Pokémon einfach so verwirren über Taumeltanz und dann geht stellenweise gar nichts mehr und ich kann mich sogar selbst verletzen. Das Gute ist zwar, Kurtel trägt hier ein Item, was halt die Statsenkung durch Hitzekoller einmalig verhindern kann, es geht aber auch wirklich nur einmal. Und ich muss dann auch irgendwie durchkommen durch Muntier, Geradax und ganz wichtig, Leterking, was noch eine Beere trägt und Items nutzen kann. Das ist einfach nur eine komplette Vollkatastrophe. Ich kann hier versuchen, noch irgendwie einen Nutzen rauszuziehen aus Kamaup, um nochmal Sonnentag rauszukriegen, damit Hitzekoller auch wirklich Kills schafft. Und ich hatte hier viele Versuche, wo ich die ersten drei Kills relativ gut geschafft habe. Vor allem Kamerupt kann später noch ein echter Lebensretter sein, der halt nochmal ein Pokémon mit in den Tod reißt, aber ja, wenn ich halt dann drei Kills gemacht habe, sind normalerweise all meine Stats gesenkt, mein Team ist praktisch tot und dann kommt Leterking rein und vernichtet mich komplett. Das Pokémon ist mit Abstand das gefährlichste Pokémon bisher im gesamten Run und ich habe dem nichts mehr entgegenzusetzen. Und das muss ich jetzt auch noch irgendwie schaffen. Was ihr hier seht, ist einer der schwersten Kämpfe im gesamten Run und ich war mir echt nicht sicher, ob ich das auf diesem Level schaffen kann. Ich wollte mehrfach eigentlich aufgeben. Ich habe aber dann eine Sache mir so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen. Wenn ich es schaffen sollte, Leterking zu erreichen, wenn Kurtel und Kamerupt noch am Leben sind, da kann ich seine Fähigkeit so ein bisschen für mich nutzen und den Kampf eventuell dann doch gewinnen. Und dafür muss Folgendes gelingen. Man muss es zu Beginn schaffen, über Sonnentag von Schneckmark Kurtel so gut in den Kampf zu bekommen, dass es halt die ersten drei Kills praktisch alleine macht. Gegen Pandir, Muntier und Geradax. Und das kann stellenweise echt funktionieren. Und es ist, wenn das funktioniert hat, auch vollkommen egal, ob Kurtel nach dem Kill gegen Geradax auf einem KP ist. Das spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Denn dann kann man Folgendes tun. Man kann theoretisch hier einfach so reinwechseln in Kamaup und Sonnentag rauslegen. Kamaup kann nämlich eine Attacke von Leterking überleben auf vollen KP, wenn es nämlich beispielsweise nur Finte einsetzt, um Kurtel zu finishen, und dann kann es Sonnentag rauskriegen, weil Leterking muss ja einmal aussetzen. Und jedes Mal, wenn Leterking dann einen Kill setzt, kann ich ein neues Pokémon einwechseln und einmal safe in der Aussetzrunde von Leterking angreifen. Es ist also vollkommen egal, wie viel KP Kurtel übrig hat. Die Hauptsache ist, dass es noch lebt. Und wenn es wieder eingewechselt wird, sind seine Stats wieder normal und es kann einen vollwertigen Hitzekoller abgeben. Und das ist hier extrem elementar. Und so können tatsächlich Kamerupt und Kurtel noch Leterking finishen und Norman besiegen, ohne zu leveln. Es hat funktioniert durch den Support von Kamaup und Schneckmark, die wahren Helden dieses Kampfes. Man würde erst meinen, die können hier nichts zu beitragen, aber doch, die waren hier extrem wichtig. Und so konnte ich Flavias Team mal so benutzen, wie sie es selbst niemals tun würde. Weil die KI würde die Pokémon einfach so verballern, ohne sie richtig zu nutzen, aber Flavias Team hat schon ein bisschen mehr drauf, wenn man es richtig spielt. Und mit Normans Team ging es jetzt weiter, allerdings wird das ziemlich traurig enden, denn es geht jetzt direkt weiter mit dem nächsten Maike-Fight, wo Normans Team einfach komplett überqualifiziert ist. Denn die gute alte Maike beim Klimainstitut ist einfach eine komplette Vollkatastrophe. Ich meine, die hat hier ernsthaft nach wie vor nur Lombrero, Schneckmark und Morabbel und das war's. Sie hat fast gar keine Buffs gekriegt. Und damit müssen wir gleich weiterspielen. Ich meine, dass ich sie natürlich komplett zerstören kann mit Normans Team, das steht außer Frage. Aber wie soll's denn danach weitergehen? Welcher weitere Bossgegner ist so dermaßen lächerlich schwach, dass ich mit Maikes Team vom Klimainstitut eine Chance gegen ihn hätte? Das war jetzt das große Fragezeichen, was ich lösen musste. Das Gute ist aber, ab dem Klimainstitut wird die Welt wieder etwas offener und man kann sich den nächsten Bossgegner frei auswählen. Aber ja, selbst Maikes Morabbel war hier überhaupt gar kein Problem. Die hat gar keine Gegenwehr geleistet. Und die erste Option, die ich jetzt natürlich hätte, wäre Wiebke in der Flugarena von Baumhausen City. Das geht aber nicht so wirklich. Wiebke ist immun gegen Bodenattacken und Morabbel ist mein bestes Pokémon und dessen Lebensschuss würde ich schon brauchen. Zumal Lombrero hier sehr effektiv angegriffen werden würde und Schneckmark kann gar nichts, also damit werde ich halt nicht mithalten können. Die zweite Option wäre aber dann Maike selbst in Seegrabsburg City, die steht nämlich optional dort vorm Einkaufszentrum. Und das ist auch der letzte Fight gegen Maike.
Nun ist es aber halt nicht so einfach, mit Maikes schwächeren Team vom Klimainstitut gegen ihr etwas stärkeres Team in Sigratum City zu gewinnen, also das Ganze sieht auch nicht wirklich gut für mich aus. Und der nächste Pflichtbosskampf, den ich halt machen muss, um in der Story weiterzukommen, ist Mark von Team Magma im Team Magma-Versteck. Und der ist komplett überlevelt, also der ist wesentlich stärker als Maike, der hat zwar auch nur 3 Pokémon, aber auch dieses Matchup sieht leider ziemlich katastrophal aus und ich wusste nicht so ganz, was ich machen soll. Und für was habe ich mich dann entschieden? Tatsächlich doch, für Maike. Ich habe mich also jetzt dazu entschieden, mit Maikes schwachem Team ihr etwas Stärkeres zu besiegen. Und das ist auch mal wieder eine der schlimmsten Stellen gewesen im gesamten Run. Und ja, der Bosskampf war so schlimm, wie er sich anhört. Denn ein Maike-Mirror-Match ist wirklich nichts, was man sich wünschen würde. Maike ist halt durchaus ein gutes Stück stärker geworden und deswegen hat sie jetzt einen Tropius und einen Carpaloris. Aber Gott sei Dank hat sie keinen Sumpex, das ist hier relativ gut für mich gewesen, ansonsten hätte ich nicht den Hauch einer Chance gehabt. Es ist stellenweise möglich hier mit Schneckmark ihr Tropius fortzubelasten, wenn sich das nur für Lockduft entscheidet. Und das ist ein sehr guter Start bei dem Fight, weil Tropius ist schon so ein bisschen ein Angstgegner. Es könnte mein Morabbel sehr effektiv angreifen. Ja, und da wir Tropius irgendwann auswechseln in Maikes Schneckmark, was man abfrühstücken kann mit Morabbel, das absolut nichts von Schneckmark zu befürchten hat. Wie gesagt, ein absolut furchtbares Feuer-Pokémon. Wo es aber dann richtig schwierig wird, ist bei Carpaloris. Und das kann man schlicht und ergreifend normalerweise nicht besiegen. Die einzige Möglichkeit, das aufzuhalten mit Maikes schwachem Team, ist über Schneckmark Carpaloris zu verbrennen. Und dafür hat man für gewöhnlich gar keinen Versuch oder maximal 1 zu 10%. Und selbst wenn das klappen sollte, ist der Fight hier noch lange nicht entschieden. Man muss es dann auch komplett schaffen, das brennende Carpaloris auszustallen und das geht am besten über Lombrero. Weil die haben ein relativ, naja, langwieriges Mirror-Match, sagen wir es so. Und wenn ich über den Burn einen gewissen Vorteil habe, dann ist es schaffbar hier, Maikes Carpaloris tatsächlich auszustallen. Aber selbst wenn Carpaloris irgendwann fallen sollte, ist halt immer noch Tropius da, was noch nicht ganz besiegt ist. Und natürlich auch noch das Morabbel von Maike, was halt ebenfalls eine große Bedrohung ist. Es ist theoretisch möglich, mit meinem eigenen Morabbel das Mirror-Match gegen das gegnerische Morabbel zu gewinnen. Es ist aber nicht garantiert, vor allem wenn Maike irgendwann mal kritten sollte, was ja auch gerne mal passieren kann. Der gesamte Fight hier ist komplett unfair. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wenn man es nicht schaffen sollte, Carpaloris zu verbrennen, dann ist das Ganze praktisch undenkbar. Weil man hat einfach keine andere Möglichkeit, Carpaloris aufzuhalten. Morabbel hätte eine Mal-4-Schwäche. Ja, und Lombrero und Schneckmark würden das ohne den Burn definitiv nicht schaffen, das Pokémon auszustallen. Ich hatte aber dann irgendwann einen Versuch, wo es funktioniert hat, wo Carpaloris zu Tode gebrannt ist und ja, Tropius auch noch gestoppt werden konnte von Lombrero und Morabbel in Kombination. Und dann habe ich das Mirror-Match gegen Morabbel auch noch schaffen können, um zumindest jetzt ein etwas besseres Maike-Team zu haben, um weiterzumachen mit dem Playthrough. Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber hier hinzukommen war nicht einfach und es geht auch hart weiter. Denn das Problem ist halt, Maike war immer noch ziemlich schwach. Ich meine ja, sie hatte jetzt einen Tropius und einen Carpaloris, aber ihr Team ist einfach nach wie vor kompletter Trash und es ist leider auch unterlevelt. Und wenn ich jetzt gegen Mark von Team Magma antreten sollte, wird sich das bemerkbar machen. Und ich musste jetzt gegen Mark kämpfen. Hätte ich nämlich gegen Wipke jetzt gekämpft und gegen sie gewonnen, hätte ich Wipkes Team auf keinen Fall gegen Ben und Svenja benutzen können und ich hätte mir einfach Optionen weggenommen. Mark zuerst zu machen lohnt sich also und ja, ihr seht ja hier schon, wie es gelaufen ist. Der Kampf ist nur gewinnbar, wenn mein eigenes Morabbel getroffen wird von Angeberei, am besten mehrfach, um möglichst stark zu werden. Weil da machen physische Attacken wie Lehmschuss und Bodycheck wirklich guten Damage. Und dann sind auch die Supertränke von Mark nicht mehr so schrecklich. Und es ist besonders wichtig hier mit Morabbel X-Bart so schnell wie möglich tot zu boxen. Weil das Ding könnte zweimal der Pokémon sehr effektiv angreifen und es wäre abseits von Morabbel praktisch unbesiegbar. Aber wenn ich dann irgendwann an Recoil Damage von Bodycheck zugrunde gehe, was zwangsläufig irgendwann passieren wird, muss ich auch noch gewinnen gegen Kamerupt. Und ihr seht ja schon, wie gut gelevelt die Pokémon von Mark hier sind. Und die beste Option, Kamerupt hier zu stoppen, ist in meinen Augen, naja, die Naturkraft von Carpaloris, weil die ist hier Spukball und das ist in der Generation ein solider physischer Angriff, der an der Amnesie vorbeigeht, die Mark stellenweise rauslegt mit Kamerupt. Und dann ist der Fight hier mit dem schlechten Team von Maike tatsächlich stemmbar. Ich finde es schon sehr unterhaltsam, wie es jetzt seit dem Klimainstitut immer so schrittweise vorangeht und die Kämpfe immer irgendwie klappen.
Hätte ich nicht erwartet, dass die Challenge so gut aufgeht bis zu diesem Punkt hier. Aber wir haben Ben und Sven ja noch nicht besiegt. Und das ist definitiv der schwierigste Bosskampf aus dieser Etappe. Und ja, wie will ich das denn jetzt eigentlich machen? Ich hatte halt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann es direkt mit Marks Team probieren oder mit Wipke. Wenn ich mit Marks Team Wipke besiegen sollte, erfolgreich. Und ich will auf diese beiden Möglichkeiten mal kurz eingehen. Mark hat theoretisch einen Magnein und das ist ein Unlicht-Pokémon. Das beherrscht aber leider keine einzige Unlicht-Attacke und es müsste sich komplett durch den gesamten Bossfight mit Ben und Svenja durchschießen, einfach über Angeberei, was praktisch undenkbar ist. Während X-Bart komplett verloren ist in dem Bosskampf und Kamerupt auch nicht wirklich helfen kann, naja, das hat auch kein tolles Moveset. Das Ganze ist eine komplette Vollkatastrophe und ich würde sogar sagen, es ist praktisch unmöglich für einen menschlichen Spieler, das jemals so zu schaffen. Ich muss es also eigentlich mit Wipke machen, allerdings ist die im tiefen 30er-Bereich, weil ich hatte den Bosskampf ja eine Weile aufgeschoben, die ist nicht gut gelevelt. Die ist ungefähr 10 Level unter Ben und Svenja. Und ja, die hat zwar 5 Pokémon, die sind aber größtenteils komplett Trash, da ist sogar nur ein Wapplu dabei und das kann halt gar nichts. Aber gut. Ich wusste, dadurch, dass Mark es wohl nicht schaffen wird, muss ich es mit Wipke probieren und das habe ich jetzt auch getan. Und ich bin jetzt natürlich mit Marks Team etwas besser gelevelt als Wipke. Die ist ja wie gesagt nur am Anfang vom Level 30er Bereich angesiedelt und ich hatte auch Steinhagel auf Kamerupt. Allerdings hat sie halt durchaus mehr Pokémon als ich und dementsprechend wird auch dieser Bossfight hier immerhin nicht geschenkt sein. Die kann mir schon ein bisschen was entgegensetzen. Das Allerwichtigste bei diesem Bosskampf hier ist, das Kamerupt so gut wie möglich zu schonen. Wapplu ist natürlich keine Gefahr, aber Pelipper ist als Wasser-Pokémon durchaus bedenklich und das sollte man dann eher machen über X-Bart. Und das funktioniert auch ziemlich gut, weil generell kann sich Pelipper hier verrennen, einfach in Schutzschild spammen oder so und es macht auch generell viele Misplays über Superschall etc. Und dann kommt irgendwann Tropius rein mit einer fetten Flugschwäche, das natürlich auch gegen X-Bart absolut gar nichts tun kann. Mit Maikes Tropius hatte ich ja auch Angst vor X-Bart und das aus sehr, sehr gutem Grund. Wo es aber dann ein bisschen komplexer wird, ist später im Kampf, wenn Wipke ihr Panzeraeron einwechselt. Weil das ist ein Stahlflug-Pokémon, was physisch angreifen möchte und das ist halt ziemlich defensiv. Ich kann das immer noch neutral treffen mit Steinhagel von Kamerupt, aber der Kill wird eine Weile dauern und theoretisch hat auch Wipke mehrere Tränke, die sie zünden kann, wenn ich ihre Pokémon in die Heal-Range bringe. Und ich würde hier empfehlen, einfach regelmäßig so ein bisschen Magnein einfließen zu lassen, um halt Panzeraeron immer wieder zu schwächen über Bedroher. Und so kann man Kamerupt hier passiv ein bisschen schonen, immer wieder reinbringen und dann halt für ein bisschen Schaden angreifen. Ja, und währenddessen wird man angegriffen von Sandwirbel, was ziemlich nervig sein kann, aber durch die Switches wird es ja immer wieder aufgehoben. Und wenn dann nach einer Ewigkeit mal Panzeraeron besiegt sein sollte, hat sie nur noch in Altaria. Das ist aber auch nicht ganz unbedenklich, weil das Pokémon kann theoretisch setupen und es hat Erdbeben, um Kamerupt sehr effektiv aus dem Leben zu nehmen. Und das wird dann Kamerupt vermutlich nicht mehr alleine hinbekommen, das bedeutet, man braucht dann nochmal X-Bart, um den Sack zuzumachen. Der Kampf gegen Wipke war nicht so einfach, er ging aber. Er war wesentlich angenehmer als die letzten paar Bossfights mit Maikes Team und so weiter und deswegen war ich schon mal relativ dankbar. Aber kann jetzt Wipke gegen Ben und Svenja gewinnen? Ich meine, die ist halt wirklich 10 Level drunter und das ist schon ziemlich brutal. Vor allem auf einer noch so kleinen Levelskala. Der Sprung von Level 30 auf Level 40, der ist schon sehr enorm. Und ja, Ben und Svenja haben 4 Pokémon insgesamt, 2 auf Level 41 und 2 auf Level 42. Die haben mehrere Hypertränke und natürlich spammen die auch sehr gute Psycho-Attacken, die mein gesamtes Team neutral treffen können, außer Panzeraeron. Das Ganze sieht ziemlich hart aus und ich hätte nie erwartet, wie der Kampf hier ausgeht. Ich habe nämlich folgenden Fun-Fact hier dazugelernt. Lepomentas wird hier ständig missplayen. Ich weiß nicht genau warum, aber Ben und Svenja werden hier mit Lepomentas praktisch immer Erdbeben einsetzen. Vollkommen egal, wie viele Targets es damit trifft. Ich habe hier nur Flug-Pokémon, ich bin komplett immun dagegen, aber Ben und Svenja, die hören damit einfach nicht auf. Ihr Xatu spielt normal, das kann mich hier angreifen über Psychic und sogar boosten über Call Mind, aber Lepomentas Runden sind einfach die ganze Zeit verloren. Und deswegen ist es hier schaffbar, über Altaria, über Dragon Dance zu setupen, um halt zu Gott zu werden. Auf +6/+6 kann man halt durchaus Schaden austeilen, auch wenn man unterlevelt ist. Und Altaria ist immerhin auf Level 33, das ist gar nicht mal so wenig. Und als Partner kann ich hier Panzeraeron aufstellen, was über Sandwirbel Xatus Genauigkeit unten hält, damit es stellenweise möglich ist, mit Altaria nicht gekillt zu werden.
während man halt versucht zu setupen. Das Ganze sieht jetzt im Video wahrscheinlich mega simpel aus, aber es ist halt wirklich trotzdem noch schwierig, also macht euch hier nichts vor, das Ganze ist immer noch ein Albtraum. Altaria wird dieses Setup hier praktisch nie rausbekommen, aber wenn es mal klappen sollte, dann ist der Fight hier theoretisch schaffbar. Und wenn dann später Lunastein und Sonnenfall eingewechselt werden, haben die sogar Schwäche gegen Stahlflügel vom Panzer Aeron und es ist dann möglich, zusammen mit der Aeroas von Altaria auch die zu killen, obwohl die Aeroas auf plus 6 sogar resistieren und obwohl die Citro-Beere tragen und Ben und Sven ja insgesamt 4 Hypertränke spielen können. Der Fight hier ist einfach schaffbar. Ich muss dir aber noch eine kleine Info dazu geben, und zwar will Lepomentas dann doch manchmal normal angreifen. Ich weiß beim besten Willen nicht, durch was das ausgelöst wird, aber manchmal hört es auf, Erdbeben zu spammen und dann spielt es plötzlich richtig mit Psychic oder so. Es passiert relativ selten, aber es kann passieren und das ist dann natürlich ziemlich frustrierend. Es ist schon ein unglaublich merkwürdiges Boss-Battle, aber ich glaube, wenn dieses riesige Ben und Svenja Missplay hier nicht passiert wäre und das nicht replizierbar gewesen wäre, dann hätte ich hier definitiv leveln müssen, egal mit welchem Bossgegner-Team ich hier angekommen wäre. Aber so konnte ich mich irgendwie durchmogeln und den Run hier eiskalt weiterführen. Das hätte ich so niemals erwartet. Aber dadurch ergibt sich jetzt natürlich eine relativ angenehme Phase für mich, ne? Weil es geht jetzt weiter im Raumfahrtzentrum, wo ich zusammen mit Troy gegen Mark und Kalle antreten muss, also einen der Timagma-Vorstände. Und ich darf nur 3 Pokémon mitnehmen, aber das sind halt 3 starke Pokémon von Ben und Svenja. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, Xatu daheim zu lassen. Es ist aber ehrlich gesagt vollkommen egal. Normalerweise sollten hier bereits Lunastein und Lepomentas dafür sorgen, dass der Fight hier safe gewonnen wird. Ich meine, Lunastein ist bereits relativ solide, es hat nette Resistenzen und kann Psychic jede Runde spammen und es hat auch theoretisch Hypnose, Lichtschild und Calm Mind als gute Support-Attacken bzw. es hat halt auch noch einen Boost-Move. Und Lepomentas kann in der Theorie jede Runde Erdbeben spammen, um alle Pokémon gleichzeitig zu verletzen. Und dann könnte man sogar Pokémon von Troy umbringen, wenn die gerade nur Mist bauen. Das kann ja auch manchmal passieren und das kann hier durchaus auch eine kleine Entlastung sein. Das ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Die Kamerups kann man sehr effektiv treffen mit Erdbeben von Lepomentas, also die Kamerups bei den Gegnern. Man kann Golbat und X-Bat vernichten über Psycho-Attacken und die beiden Magnines, naja, die haben furchtbare Movesets und sollten normalerweise die Pokémon von Ben und Svenja und Troy gleichzeitig einfach nicht stoppen können. Also das Raumfahrtzentrum war kein Problem und ich musste Sonnenfeld sogar nie einwechseln, das war ein sofortiger First Try. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, nur die Pokémon von Mark zu klauen und weiterzuspielen, weil Kalle ist hier nur ein Vorstand und damit kein vollwertiger Bossgegner. Ich denke, das ist mehr als fair und dann können wir gleich mit Mark antreten gegen Adrian von halt Team Aqua und das finde ich schon recht cool. Und ich würde hier empfehlen, denselben Trick anzuwenden, den ich bereits mit Maike angewendet hatte gegen Mark in seinem Versteck. Und zwar, dass man einfach ein Pokémon einwechselt, was Swagger abbekommen soll, also Angeberei. Denn auch Adrian leadet logischerweise mit einem Magnine, was manchmal Angeberei einsetzen kann. Und wenn man selber einfach über Magnine leadet, das Ding ein bisschen abschwächt und dann halt reingeht in Kamerupt, dann kann man stellenweise von Angeberei getroffen werden, geht auf plus 2 und er macht Erdbeben unfassbar viel Schaden. Das kann dann einfach so Magnine umpusten und dann wird halt Adrian panisch einfach so X-Bart einwechseln, was früher oder später, wenn ich nicht in der Vollverwirrung ende, in Steinhagel kassiert und das ist dann auch schnell One-Hit. Und dann ist auch schon nur noch Tohaido übrig, was halt eine ziemliche Glass-Cannon ist. Natürlich wird der Kamerupt nicht alle Kills alleine schaffen, es wird irgendwann einknicken, aber man hat den auch selber einfach X-Bart, um Tohaido zu stoppen und mit Flugattacken sollte man hier sehr viel Schaden machen. Das heißt, der Kampf gegen Adrian war nicht schwierig. Das ist aber gar nicht mal so gut, weil ich muss ja jetzt Adrians Team übernehmen und damit gegen Juan kämpfen, der um ein Vielfaches mächtiger ist als ich. Aber da muss ich jetzt irgendwie mal wieder durch. Also mal wieder einer dieser leichten Bosskämpfe, die diese Challenge hier extrem hart machen können. Ich hatte an dem Punkt Angst, dass es darauf hinauslaufen wird, dass ich praktisch alle Pokémon von Juan die ganze Zeit verwirren muss, um mich hier irgendwie durchzucheesen und das wäre wirklich ein Albtraum geworden. Ich kann aber hier so ein bisschen eine Warnung geben, Adrian hat dann doch ein bisschen mehr drauf, als man vielleicht erwarten würde und man kann Juans Team hier relativ interessant auseinandernehmen. Er beginnt nämlich beispielsweise mit einem relativ schwachen Libiskus. Und das Ding kann man halt besiegen über Tohaidos Schlitzer, der hier sehr guten physischen Schaden macht und Libiskus hat dann einfach furchtbare Basiswerte, auch wenn es stellenweise Tohaido zumindest verwirren kann.
Wenn es dann aber weitergehen sollte mit Velsa, würde ich rüberwechseln auf X-Bart, weil das ist immun gegen Erdbeben und somit ist Velsa dann keine so große Bedrohung mehr und es wird dann stellenweise auf Amnesie gehen, um beispielsweise seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Es spielt aber keine Rolle, wenn man das Ding einfach verwirrt und dann physisch angreift mit Flugattacken. Es ist aber wichtig, dass hier X-Bart nicht so viel Schaden nimmt, weil man braucht es auch noch für den nächsten Kill zumindest halt in Ansätzen und deswegen darf es nicht durch den nächsten Hit einfach so down gehen, das wäre ziemlich bitter. Denn das dritte Pokémon von Juan ist dann ein Seeyong mit Aurora-Strahl, was X-Bart sehr effektiv attackieren kann. X-Bart nimmt zwar hier nicht so viel Schaden, weil Seeyong ziemlich Bullshit ist, so spät im Spiel, aber einiges an Damage muss ich trotzdem einplanen und ich werde Seeyong hier noch so sehr belasten müssen, wenn es geht, damit Tohaido hier dann den Kill setzen kann. Und dadurch, dass Tohaido für den Rest des Kampfes doch sehr, sehr wichtig sein wird, wollte ich nicht, dass es hier vorbelastet wird. Und ich wollte auch nicht beispielsweise Juans Pokémon in die Heal Range treiben. Denn naja, danach kommt noch Krebutak und auch Zedraking. Krebutak ist hier keine so große Gefahr, es hat einfach keine so krassen Basiswerte und Schlitzer, sollte extrem viel Damage machen, aber Zedraking ist richtig nervig. Das Ding hat tatsächlich Doppelteam, sowie Erholung und eine Maronbeere. Und natürlich auch Wasser und Eis Carbobridge. Man kann hier aber Verhöhner einsetzen tatsächlich mit Tohaido und dann kann man Kreideschrei spammen, um Zedrakings Verteidigung so weit einzuschränken, dass man es besiegen kann, auch wenn es sich theoretisch immer wieder gegenheilen könnte. Man muss quasi die Erholung hier aushebeln. Und dann können Tohaido und Magnine zusammen den Kill gegen Zedraking noch setzen und Juans Team dann doch relativ konstant besiegen. Es war gar nicht mal so schrecklich, wie man erwarten würde. Adrian hat mich hier tatsächlich nicht hängen lassen. Und damit können wir jetzt Juans Team übernehmen, um aufzubrechen Richtung Siegestraße, wo wir jetzt einen Bosskampf haben gegen den guten alten Heiko, der jetzt wirklich mein richtiger Bossgegner ist. Und Heiko war jetzt ein Boss, vor dem ich nicht wirklich Respekt hatte, weil ich wusste, ich habe jetzt ein sehr starkes Team und es sollte auch eigentlich gegen Heiko relativ gut aufgestellt sein. Juans Team ist ja echt nicht übel gewesen. Wenn ich hier beispielsweise mit Zedraking leade, kann ich sofort Altaria one-shotten mit einer Eisattacke und das ist eines der besten Pokémon von Heiko. Und dann geht's weiter mit Enikoro, was einfach furchtbar ist. Das kann ich einfach so two-hitten mit Range und es wird sich offensiv praktisch überhaupt nicht wehren. Es könnte über Zuschuss gute Attacken bekommen, aber wie wahrscheinlich ist das? Wo man dann aber vorsichtig sein sollte, ist bei Magneton, weil man hat natürlich hier ein Wasserteam. Man kann aber einfach so Velsa einwechseln, Erdbeben nutzen und das Ding ist One-Hit. Und wenn es dann weitergeht mit Roselia, muss man Velsa natürlich auswechseln, weil es mal 4 Schwäche hat. Und da würde ich jetzt empfehlen, einfach Libiscus zu opfern, weil es einfach ein furchtbares Pokémon ist und hier sowieso nichts wirklich zum Kampf beiträgt. Und dann kann man einfach wieder Zedraking einwechseln, was nicht mal eine Pflanzenschwäche hat, um halt über Ice Beam Roselia zu besiegen. Man kann dann zwar belegt werden mit Egelsamen, was ziemlich nervig ist, aber das ist schon in Ordnung. Weil alles, was Heiko dann noch haben wird, ist Gardevoir. Und ja, das ist schon in gewisser Weise eine Gefahr, man kann es aber relativ gut umspielen. Ja, und dann ist der Kampf auch schon gegessen. Man muss da einfach vorsichtig sein, dass man Gardevoir nicht in die Heal Range treibt und es geht am besten über Body Slam Spam von Seeyong. Dann kann man Gardevoir auch relativ konstant paralysieren und dann später outspeeden mit Velsas Erdbeben für den Finisher. Denn so viel physische Verteidigung hat Gardevoir nun mal nicht. Und dann sollte Heiko eigentlich ganz gut besiegbar sein. Und ich würde sagen, damit sind wir auch für die Liga relativ gut aufgestellt. Mit Heikos Team kann man schon ein bisschen was anfangen. Und wir schauen jetzt mal, wie die Liga gelaufen ist. Es wird ein großer Boss-Rush werden, wo ich natürlich auch mal wieder alle Boss-Gegner-Teams übernehmen muss. Was jetzt aber eventuell zu Problemen führen könnte, ist die Levelkurve. Denn leider hat hier Heikos Team gar kein so tolles Matchup. Gardevoir ist komplett aufgeschmissen, Enikoro ist ein furchtbares Pokémon und auch Roselia kann nicht so sehr helfen. Die guten Pokémon, die man hier nutzen kann, sind aber Magneton und Altaria. Magneton resistiert gefühlt alle Moves in diesem Kampf, also das ist richtig heftig. Und Altaria kann sehr effektiv gegen die beiden Pflanzen-Pokémon antreten. Und das ist halt eine gute Grundbasis. Krebutak zum Beispiel kann ich one-shotten über Donnerblitz, Tangulist habe ich dann gewallt über Altaria, das kann aber nervig werden, einfach wegen Angeberei unter anderem. Aber das Gefährlichste mit Abstand bei diesem Bossgegner hier war definitiv Absol, weil das hat genauso wie Krebutak Schwertanz, ich kann es aber nicht one-hitten. Ich kann versuchen das zu wallen über Magneton, das kann aber sehr sehr brenzlig werden und obwohl ich hier sogar eine Paralyse rausbekommen habe, habe ich es irgendwann in die Heal Range gehauen und musste es praktisch nochmal besiegen. Das wurde unfassbar knapp, aber wenn man Absol da mal erfolgreich besiegt hat, ist der Kampf praktisch gelaufen, weil das letzte Pokémon ist dann nur noch ein Notuska,
was jetzt nicht unbedingt zu den spielstärksten Pokémon dieser Welt gehört. Und deswegen kommt man da sehr gut gegen an. Also so schlimm war der Unlichttrainer jetzt nicht, aber es war schon ein relativ herber Einstieg in die Liga und es ist schon ein bisschen schade, dass halt das halbe Team von Heiko hier ein dermaßen schlechtes Matchup hat. Gerade das Gardevoir hätte ich gerne aktiv verwendet. Darauf folgt dann aber die Geisttrainerin Antonia und man denkt zunächst mal, okay, ich habe doch hier eigentlich ein gutes Matchup. Ich kann Geist-Pokémon sehr effektiv angreifen und sogar Geistattacken mit meinen Pokémon resistieren. Das Problem ist nur, ich habe gar nicht so viele Unlichtattacken in meinen Movesets hier gehabt. Ulrich ist gar nicht mal so toll aufgestellt. Magnein hat allerdings Knirscher und das ist hier die beste Attacke, die ich verwenden kann. Man muss aber vorsichtig sein mit den AP. Die Zwirklops beispielsweise haben mehr Zwinger, wodurch ich doppelten AP-Verbrauch habe und das erste Zwirklop kann hier sogar Schutzschild spammen, um noch mehr AP zu verbrauchen. Und verwirren kann mich das auch. Man muss den Magnein am besten immer wieder auswechseln und so gut wie möglich schonen. Und beim ersten Manette muss man auch vorsichtig sein, es hat nämlich Nachspiel. Und wenn man das killen sollte mit Knirscher, gehen alle AP automatisch von Knirscher leer und man bekommt die Attacke im Laufe des Fights nicht mehr zurück. Das muss man also im Spiel am besten über Sandwirbel, bis Banette mal was anderes macht. Und was man hier auch definitiv verwenden sollte, ist Notuska. Denn gerade zu Biris kann die sehr nervig werden mit Doppelteam und über Egelsamen, into halt Finte, kann man normalerweise zu Biris dann irgendwann finishen. Und man kann sogar auch noch das zweite Zwirklop mit einem Egelsamen belegen, da Notuska praktisch opfern in Icebeam, ja, und dann Magnein wieder reinwechseln und einfach den Rest des Teams irgendwie bewältigen. Es sollte dann aber für gewöhnlich nicht so einfach sein, dass Magnein jetzt einfach alles alleine hinbekommt. Vor allem das zweite Zwirklop kann sehr schnell mal in der Heal-Range landen, sich wieder komplett voll heilen und es macht halt über seine Attacken Magnein ziemlich viel Damage, so ein Ice Beam tut schon weh. Man kann aber hier noch Krebutak einstreuen, denn das Ding hat Surfer und es kann Ice Beam beim Switch-In resistieren, es bekommt also nicht so viel Schaden. Und dann kann man Zwirklop so finishen, vielleicht auch Banette mit halt Krebutak anhitten, das dann opfern und dann den Kampf besiegeln mit noch einem Angriff von Magnein. Es ist ein großes Hin und Her und der Kampf ist nicht ganz so simpel, er funktioniert aber. Und ja, das Unlicht-Team ist hier vorbeigekommen. Und jetzt geht's weiter mit Antonias Team gegen Frosina. Und dieser Bosskampf hier ist einfach reines Chaos. Man denkt zunächst mal, okay, ein paar sehr effektive Attacken habe ich ja. Ich habe Donnerblitz auf Banette, allerdings ist das halt ein physisches Pokémon und Donnerblitz ist eine spezielle Attacke ohne Step, das macht gar nicht mal so viel Damage. Und ich habe noch Steinhagel auf meinem starken Zwirklop auf Level 51, das ist aber eigentlich ein rein defensives Pokémon und es hat auch keinen Step. Und deswegen sind meine sehr effektiven Attacken hier praktisch gar nichts wert, die sind wirklich äußerst mittelmäßig. Ich kann hier größtenteils so ein bisschen mit Spukball rumspammen, aber auch das wird sich in Grenzen halten vom Schaden. Mit Zubiris würde ich sogar hier auf Nachtnebel gehen, weil es wohl offensiv die beste Option ist. Das Schlimmste ist hier allerdings das Valraiser von Frosina. Weil das kann man praktisch gar nicht tot bekommen. Die einzige Chance, das zu besiegen, ist Fluch mit dem schwachen Zwirklop von Antonia, also mit ihrem Lead-Zwirklop. Weil das hat Fluch und Protect und kann so Valraiser theoretisch ausstallen, da braucht man aber wirklich einen richtig, richtig guten Versuch. Dieser Fight hier war mit Abstand bisher das schwierigste der gesamten Liga und ich habe sehr viel Zeit in diesen Kampf hier rein investiert. Und ich war mir über lange Zeit gar nicht mal sicher, ob es geht, weil ich war mir nicht sicher, ob ich Valraiser wirklich aktiv ausdollen kann. Es hat dann aber letztendlich tatsächlich funktioniert und mein stark vorgeschwächtes Fluchzwirklop hat den Kampf dann sogar überleben können, obwohl ich mir sogar Banette noch aufgespart hatte. Also der siegreiche Versuch war dann tatsächlich sogar ein relativ eindeutiger Sieg, das lag aber auch stellenweise an ein paar Missplays von Frosina, das kann natürlich auch immer passieren. Was dann aber beim nächsten Kampf gegen Dragan passiert ist, ist gleichzeitig mega witzig und ziemlich furchteinflößend. Denn natürlich kann ich jetzt Dragan komplett zerstören. Das ist ein Drachentrainer, bei dem drei Pokémon mal vier Schwäche haben gegen Eis und ein Pokémon eine normale Schwäche. Das einzige Pokémon, was nicht von Eis komplett zerstört wird, ist Seedraking und das kann ich sprengen über eines der Phenontors, also ich hatte sogar Explosionen in einem meiner Movesets drin. Frosina war schon sehr, sehr überqualifiziert für diesen Bosskampf. Das ist aber auf gar keinen Fall eine gute Nachricht. Das Problem ist, ich muss gleich mit Dragans Team, was eigentlich erstmal ziemlich heftig aussieht, gegen Vasili antreten. Und der hat Eisattacken auf seinem halben Team. Was zur Hölle soll ich denn dagegen bitte machen? Das sieht praktisch undenkbar aus. Und auch wenn jetzt dieser Bossfight hier komplett geschenkt war, ohne schöne Entspannungsphase für diesen relativ schwierigen Challenge-Run, wusste ich, was gleich auf mich zukommt.
Ja, und natürlich hat auch die Sprengung gegen Zedraking prima funktioniert, weil es hat keine Möglichkeit, hier irgendwie Penontor zu one-shotten oder so. Ich komme da ohne Probleme rein, kann die Sprengung drücken und über Ice Beam bekomme ich hier Easy Kills hin. Und gerade bei Ryza ist halt dermaßen defensiv, dass Dragan das einfach nicht brechen kann. Es ist sogar ziemlich schwierig hier für Dragan, mich generell sehr effektiv anzugreifen. Er hat Steinhagel auf Brutalanda, aber das hat nicht mal Step. Ja, aber wie ich jetzt gegen Vasili angetreten bin, seht ihr nun, es war kein einfacher Champfight und ich war erstmal relativ ratlos. Ich meine, Vasili hat insgesamt 6 Pokémon, der ist nochmal besser gelevelt als Dragan, er ist mir also komplett überlegen und er hat Eisattacken auf seinem Wailord, seinem Tentoxa und ganz wichtig, seinem Milotic, was praktisch unbesiegbar ist. Das hat nämlich extrem gute Verteidigungswerte. Dieser Fight hier sieht ziemlich schlimm aus für Dragan und es ist definitiv kein gutes Matchup. Mir ist dann aber für diesen Bosskampf hier eine zündende Idee gekommen und zwar kann man Wailord exploiten. Das hat nur Blizzard als Eisattacke und die Attacke hat nur 5 AP und die kann ziemlich häufig missen. Wenn ich also mit Raschel reingehe und Protect spamme, kann ich die AP von Wailord manchmal ausstallen, ohne zu sterben. Das kann manchmal funktionieren, das ist natürlich mega unwahrscheinlich, aber wenn es klappt, dann kann man Wailord hier als Setup-Farber benutzen, ohne große Schwierigkeiten. Man kann dann beispielsweise noch Brutalanda einwechseln, was von Tränen resistiert, um halt die von Tränen von Wailord abzuschwächen, die mehr Schaden machen, wenn Wailord einen guten KP-Stat hat. Und währenddessen kann man jedes Mal, wenn Brutalanda eingewechselt wird, noch Bedroher zünden, um Risikotackle von Wailord abzuschwächen. Das heißt, das Pokémon hat dann praktisch gar nichts mehr drauf. Dieses gesamte Setup hier wird natürlich nur extrem selten funktionieren. Man kann es aber schaffen, hier manchmal eine perfekte Umgebung für Altaria zu erzeugen, wo es auf plus 6 gehen kann, über Dragon Dance. Und dann bekommt man hier die Möglichkeit, mit Double Edge den Kampf so ein bisschen zu retten. Wie gesagt, das gefährlichste Pokémon bei diesem Bossfight ist mit Abstand Milotic. Das Ding hat nämlich Toxin in seinem Moveset und kann deswegen Setups sehr leicht brechen, wenn man es nicht outspeedet und one-shottet. Ja, und es hat natürlich auch Ice Beam, was Altaria zum Beispiel sofort one-hitten würde. Man muss also sehr vorsichtig sein und braucht diesen One-Hit. Und das geht nur über plus 6 Double Edge von Altaria. Zedraking hätte es auch probieren können, allerdings ist Zedraking mit Body Slam nicht so krass aufgestellt und dementsprechend war Altaria hier dann doch die bessere Wahl. Aber selbst wenn all das funktionieren sollte und man schafft es dann, tatsächlich Milotic zu besiegen, darf man halt nicht vergessen, beim Setup hat Altaria bereits KP verloren und Risikotackle macht noch Rückstoßschaden. Deswegen kann Altaria hier nicht den ganzen Kampf gewinnen, aber zumindest den schwierigsten Teil. Und das ist schon mal praktisch. Und das Schlimmste, was man dann noch besiegen muss, ist Gyarados. Und das kann man hier so ein bisschen austricksen. Man kann Brutalanda als nächstes einwechseln und das Ding hat Bedroher, genauso wie Gyarados. Die werden sich also gegenseitig den Angriff senken und dann kann man Steinhagel einmal nutzen, Gyarados noch ein bisschen vorbelasten, bis es Dragon Dance eingesetzt hat und dann denkt es sich, okay, ich kann jetzt über Hyper Beam unfassbaren Schaden entfesseln. Man wechselt aber einfach so eiskalt Draschel ein, opfert das, weil man braucht es ja nicht mehr und finisht dann mit Brutalandas Steinhagel, der jetzt auch nicht mehr gesenkt ist, weil der Bedroher von Gyarados ist ja Geschichte. Und dann gibt es nur noch Kapaloris und Velsa, die keine so große Gefahr mehr darstellen sollten. Generell kann Kapaloris hier nervig werden über Doppelteam, aber wie wahrscheinlich ist es, dass es auch das gesamte Team besiegen wird, das ist praktisch unmöglich. Ja, und Velsa kann man prima besiegen beispielsweise, auch noch über Libeldra, das hat man auch noch vollständig und Erdbeben macht hier sehr, sehr guten Schaden. Selbst wenn Velsa hier Amnesie einsetzt, ist es irrelevant, weil es boostet nur die Spezialverteidigung. Dieser gesamte Fight hier muss aber sehr vorsichtig angegangen werden, denn natürlich hat auch Vasili diverse Tränke und man muss die Heal Ranges auf jeden Fall umgehen, weil ansonsten endet das Ganze in der Katastrophe. Und ohne dieses Plus 6 Setup mit Altaria wäre das Ganze generell unmöglich gewesen, weil ansonsten hätte ich Milotic definitiv nicht besiegen können. Glaubt mir, ich habe alles getestet, jeder Run ansonsten ist dort gescheitert. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich, die gesamte Höhenregion durchzuspielen, wenn man die Bossgegner gegeneinander antreten lässt. Das Einzige, was nicht möglich war, war halt der Kampf gegen Felicia. Ich denke, das ist klar, dass ich da leveln musste, das war ja von vornherein absehbar. Es gibt aber auch noch einen weiteren Bossfight gegen Troy im Postgame, der ist allerdings heute ein bisschen schwierig anzugehen. Ihr wisst ja, Vasili ist zwar der Champ und er hat auch ein relativ stabiles Team, allerdings ist er halt einfach hoffnungslos unterlevelt.
Troy hat nur Pokémon im hohen 70er-Bereich und ist dementsprechend mehr als 20 Level stellenweise über mir. Da kann von Fairness nicht mehr die Rede sein. Ich habe trotzdem alles Mögliche ausprobiert und welches Level ich gebraucht habe, um Troy zu besiegen, werde ich jetzt einblenden und wir werden so ein bisschen über diesen Bosskampf auch noch sprechen. Ich meine, ich mache Troy ja normalerweise immer bei den Runs. Und Troy hat insgesamt 6 Pokémon, der ist hauptsächlich ein Stahltrainer, er ist aber generell relativ vielseitig aufgestellt. Und ich hatte jetzt eine Idee, wie man den vielleicht angehen könnte, und zwar über ein Dragon Dance Setup von Gyarados, um eventuell sein Team in Grund und Boden zu sweepen. Allerdings hat das leider nicht so ganz funktioniert und ich glaube sogar, es ist komplett unmöglich. Ihr seht hier, mein siegreicher Versuch hat auf Level 65 stattgefunden und das war der Punkt, wo mein Team stark genug war, mit Troys Pokémon klarzukommen. Ich war immer noch knapp 10 Level drunter, ich habe es also immer noch spannend gehalten, aber vor allem Milotic wurde auf einmal zu einem kompletten Monster und hat Troy praktisch komplett alleine ausgestallt. Es war komplett verrückt. Ja, aber wie gesagt, auf Level 55 oder so, wo die anderen Pokémon waren normalerweise, hätte ich hier nicht den Hauch einer Chance gehabt. Nun aber nochmal zu der Taktik, die ich eigentlich anwenden wollte. Es wäre möglich, wenn man Lepomentas erreicht von Troy, was bereits sehr, sehr schwierig ist, Lepomentas so ein bisschen zu verarschen. Es hat nämlich als aktive Angriffsattacken nur Erdbeben und Antikkraft. Und wenn man Gyarados verwendet, kann man halt Antikkraft so ein bisschen umgehen, indem man Gyarados immer wieder auswechselt und beispielsweise Velsa einwechselt, was Antikraft resistiert, und Gyarados macht er jedes Mal, wenn es wieder reinkommt, Bedroher, um Lepomentas schwach zu halten. Und dann kann man halt Gyarados immer wieder in predicted Erdbeben reinwechseln, bis die AP von Lepomentas leer sind, dann kann man dort auf plus 6 gehen, warten, dass halt die Schilde von Lepomentas weg sind und einen Sweep einleiten. Und ich habe das sogar im 50er-Bereich ein paar Mal geschafft, das Problem ist nur, irgendwann wird Troy leider seiner Maldo einwechseln und das hat eine Fähigkeit, dass man es nicht critten kann und es überlebt leider ein plus 6 Erdbeben von Gyarados. Ja, und es hat selber Antikraft, was nicht missen kann und was Gyarados auf dem Ursprungslevel von Vasili einfach so safe one-shottet. Und ja, dann ist der Kampf praktisch sofort gelaufen, denn dann gibt's auch noch später Metagross etc., das wird nichts mehr. Ich halte den Fight auf dem Ursprungslevel von Vasili für komplett unmöglich daher und bin auf Level 65 gegangen und ihr seht hier schon, was Milotic hier vollbracht hat. Klar, ich habe nicht alles mit Milotic gemacht, hinten raus habe ich noch ein bisschen Unterstützung gebraucht, aber es war schon insane, wie defensiv ja Milotic einfach ist. Selbst Vilie habe ich komplett ausdollen können und das 10 Level drunter. Es gibt einen guten Grund, warum ich Milotic immer wieder gerne nutze für Nuzlocke-Runs etc. und er macht sich hier definitiv bemerkbar. Aber gut, auf Level 65 habe ich damit gewinnen können und ja, wir kommen damit zu dem Schluss, dass es notwendig war, zweimal zu leveln mit einem Bossgegner, um das Spiel komplett durchzuspielen mit Postgame. Und ich denke, das ist eine sehr gute Bilanz. Dafür, dass Pokémon Smaragd so dermaßen offen war und wirklich sehr schwache Bossgegner wie Maike immer wieder eingestreut wurden, habe ich doch meistens irgendwie eine Lösung finden können, ohne das Team zu modifizieren. Und das fand ich schon sehr cool. Und ich würde sowas auch gerne mal machen in anderen Pokémon-Spielen. Ich denke, da gibt es noch eine ganze Menge Potenzial. Ich denke generell, dass diese Challenge-Run-Kategorie mit dem Teamtausch so weitergehen kann. Und eigentlich kann man diesen Run hier direkt übertragen in alle anderen Generationen. Es kann aber sein, dass ich dort halt wesentlich häufiger leveln muss, wenn beispielsweise noch mehr so unmögliche Situationen passieren. Aber wie oft ich beispielsweise in Platin leveln muss oder in Black and White zum Beispiel, das werden wir dann in Zukunft rausfinden. Ihr könnt mir auch sehr gerne weitere Runs vorschlagen, die ich mal auf diesem Kanal machen soll. Vorschläge sind immer gerne gesehen. Folgt mir auch sehr gerne auf Twitch, wo ich diese Runs hier auch regelmäßig live verspiele. Da könnt ihr selbst mal dabei sein. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ihr könnt mir auch sehr gerne ein Abo dalassen. Es würde mich sehr freuen. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.